Dadurch, dass wir zwei kurzfristig Verletzte noch hatten, gestern im Abschlusstraining. Aber ich denke, die Jungs haben das ganz gut gelöst und ja, haben gezeigt, dass wir einen Kader haben, der auch in der Breite ganz stark ist. Verdienter Sieg für Bergisch-Gladbach, muss man auch ganz einfach so sagen. Wir haben es uns extrem schwer gemacht und haben auch Probleme im Spielaufbau gehabt. Und Bergisch-Gladbach hat uns in der einen oder anderen Situation richtig wehgetan, auch mit den Kontern. Ganz klar, das haben die wirklich sehr gut ausgespielt. Zwei Tore haben uns aber auch selbst zuzuschreiben durch diese zwei Fehlpässe. Aber im Großen und Ganzen geht diese Niederlage schon in Ordnung. Also Bergisch-Gladbach war wirklich stark. War eine gute Mannschaft. Wir schauen höchstens, dass wir nicht unter den sechsten Platz rutschen. Das ist unser Ziel. Wir wollen die direkte Quali. Wir wollen in keine Qualifikation wie in den letzten Jahren. Wir wollen einfach nur Fußball spielen. In erster Linie möchten wir ja unsere Spieler ausbilden. Also Tabelle ist da auch in den nächsten Wochen und auch in den letzten Wochen, auch in den ersten Spielen eher zweitrangig gewesen. Wir müssen einfach wieder gucken, dass wir wieder unsere Leistung bringen, die wir auch in der Vorbereitung gezeigt haben. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch einen guten Tabellenplatz am Ende der Saison erreichen werden.